Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen, danke, danke, das tut gut. Vielen Dank für diesen triumphalen Empfang. Ich war mir nicht sicher, ob ich heute Abend auftreten konnte, meine Damen und Herren. Sie haben es gesehen, schwere Schnittverletzung. Ja. Heute Mittag passiert, als ich mich rasiert habe mit einem Schiller-Tandem. Ist keine Werbung. Ja. 80% bei mir im Team rasieren sich mit Mach 3. Auch die Männer. Aber... Und zwar, Sie kennen das, man nimmt eine neue Klinge, man ist so verwöhnt, ja, früher. Ja, da hatte man doch diese richtige harte Klinge, die auch viele, wenn zum Beispiel mal Quote runterging, zack, zack, adios. Gibt's nicht mehr. Diese neuen, die doppelten, die sind ja mega sicher. Was ist der Effekt? Man wird verwöhnt. Ja, ich mache eine neue Klinge rein, lang, geh rein. Ah! Man schaut drauf und erst gibt es kein Blut. Und dann guckt man und denkt man, Blutvergiftung, bildet sich schon ein roter Strich. Ich gucke 20 Mal am Tag, ob sie irgendwo ein roter Strich bildet. Ja? Und dann, pow, eine Fontäne. Ich Druckverband drauf. Okay, ein Pflaster. Ja? Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt, kurz vor der Show, denke ich mir, du kannst nicht in dieser knallharten Branche, ein Pflaster wäre Schwäche. Sprühverband. Ja? Aber ich habe ein bisschen aufgesetzt, applaudiert vorhin, da habe ich mir die Wunde wieder aufgeschlagen. Es blutet leicht. Es blutet leicht. Wenn ich also heute leicht affektiert auf Sie wirke, ja, es ist nicht so, dass ich sozusagen mich dem Kölner Trend gebeugt hätte, sondern es ist einfach, um die Wunde heilen zu lassen. Ich glaube, Sie haben Verständnis und wer nachher möchte, kann im Anschluss die Hand in meine Wunden legen. Ich meine, wer es nicht glaubt. Sie kennen das ja. Hatten Sie ein großartiges Wochenende? Ja! Natürlich, Fußball bis zum Abwinken, beim Tatort rechtzeitig wieder aufgewacht. Und, meine Damen und Herren, schauen Sie das Spiegelbild von heute an, das Spiegeltitelbild. Expedition ins unbekannte Land, unser Kanzler Gerhard Schröder. Sieht er nicht fesch aus? Und ich sage es mal für alle, die schon wieder kritisieren, ja, das ist eine Fotomontage. Der Gerhard hat sie nicht auf Mallorca in die Uniform. Obwohl, ich glaube, er trägt sowas auch ganz gerne. Es gefällt mir sehr gut, wie er die Hand so drin hat. Und was mich begeistert hat, sind diese süßen kleinen Stiefelchen. Ja? Solche Stiefel hatte ich 1972, 73 in Nürtingen aus dem Katalog bestellt. Die Älteren werden sich erinnern, das sind Wildlederstiefel. Ja? Und da ist oben so eine Lasche drumherum mit zwei seitlichen Riemchen. Und die macht man, ah, 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 und die macht man so fest. Und ich sage, guck mal an, die Stiefel, die ich früher als einziger hatte auf dem ganzen Gymnasium. Alle anderen trugen damals Clogs. Wie sagen Sie, Klocks oder Klotschen? Sie kennen diese Holzschuhteile. Kennen Sie die noch? Kennen Sie noch? So viel Zeit haben wir nicht. Wenn Sie etwas wissen, heißt es ja oder nein, aber nicht. Hm. Ja? Nicht. Hm. Hm. Mit, wenn Sie als Publikum so reagieren. Hm. Dann melden Sie sich bitte im ZDF-Fernsehgarten. Das muss ich auch mal sagen. Das muss ich mal sagen. Wir haben... Ja. Wir haben große Diskussionen geführt heute Morgen. Wie ist das? Was ist die bessere Sendung? ZDF-Fernsehgarten oder parallel immer wieder sonntags Max Schautzer? Und wir sind uns nicht einig, aber ich habe festgestellt, sowohl bei Max als auch im ZDF-Fernsehgarten, der Großteil des Publikums schaut nicht nach vorne, wo die Post abgeht, ja? Sondern er schaut nach hinten und guckt sich eine Kamera an. Man sieht die Herrschaften so da sitzen. Ja? Hier vorne wird gesungen und dann sie... Nein! Nach vorne! Dafür geben Sie doch den Künstler diese Mühe. Doch, zurück zum Titelbild. Der Kanzler ist unterwegs auf Tournee in den neuen Bundesländern. Zwei Wochen, er informiert sich vor Ort, möchte den Menschen dort sagen, es geht nach vorne, Optimismus. Er wird begleitet von 15 Journalisten. Und es ist klar, Ostdeutschland, oder wie es bei Gerhard Schröder heißt, Großniedersachsen.
Cottbus 1:4 gegen Dortmund, Rostock 0:4 gegen Schalke. Ja, da muss der Kanzler langsam mal was tun. Eine Reise durch Ostdeutschland. Ich hätte gedacht, das wäre was für den Außenminister. Und dieser Gag, meine Damen und Herren, kommt von Michael Tümmel aus Weibstadt. Wir haben ihn aus dem Internet geholt. Mein erster Gast heute Abend hat auch eine Website, ist bereits als Bundestagsabgeordneter mit der besten Website prämiert worden. Und er sitzt in einem Wettbewerb um die beste Website in Deutschland überhaupt. Er gehört zu den Grünen, das heißt, er bestimmt, was das Benzin kostet, meine Damen und Herren. Das sollten Sie nie vergessen. Er schaltet, er schaltet persönlich die Atomkraftwerke ab. Und er sagt auch zum Außenminister, Joschka, zieh doch bitte bei Interviews im Sommer lange Hosen an. Alles das macht er, der Erfinder der Grünen, Cem Özdemir. Vor einer Schale Obst aus Südafrika mit 11 Pestiziden von uns persönlich frisch gehalten. Mein zweiter Gast ist so jung, wie nur die Kolleginnen von NTV sind. Sie wissen, das milliardenschwere Power-Unternehmen, das demnächst verkauft werden soll. Das blaue Band des deutschen Fernsehens. Und NTV hat eine Reisesendung. Motto Abenteuer und Reisen. Das gilt eigentlich auch für die Börsenkurse auf NTV. Aber es ist eine spezielle Reisesendung. Heute Abend zum ersten Mal bei uns Sabine Beck. Ein uralter Theatertrick, hat mir mal ein Kollege gesagt. Wenn alle laut sind, musst du leise sprechen. Und wenn alle schnell reden, musst du langsam sprechen. Er hat es abfällig gesagt über einen anderen Kollegen. Was kann er schon? Wenn alle laut sind, spricht er leise. Wenn alle langsam sind, spricht er schnell. Ich habe gesagt, er hat recht. Aber ich habe es mir gemerkt. Ja? In China sind die Behörden irritiert. Küchenschaben werden immer beliebter bei Kindern als Haustiere. Ausgelöst durch eine TV-Serie. Und zwar werden diese Tiere importiert aus USA und aus Australien. Küchenschaben als Spielzeug. Gibt es das bei uns auch? Nein. Oder? Obwohl, es ist praktisch, ja? Wenn Mutti das Licht im Kinderzimmer anmacht, ja, dann räumen sich die Spielsachen selber weg. Ungeziefer mit dem Kinderspielen, oder wie es bei uns heißt, Diddelmaus. Diddelmaus. Mindestens, und das ist eine wichtige Meldung, mindestens jeder zehnte vermeintliche Vater ist nicht der Vater seines vermeintlich leiblichen Kindes. Kuckuck. Sie wissen, was ich spreche, ja? Gentests, oder wie wir hier sagen, Gentests. Gentests werden immer beliebter. Jeder zehnte Vater, in der Eifel zum Beispiel, ja? Da kommt es nach solchen Gentests immer mehr zu der Situation, dass Mutti sagen muss, pass mal auf, ja, zu Papa. Sagst du ab jetzt Onkel Heinz, ja? Und sein Bruder sagte Papa. Ja, das ist nicht einfach für einen Heranwachsenden, wenn er sich sagen muss, vielleicht ist ja mein Vater nicht mein Vater. Ja. Aber bei Mutti, da gibt's keine Hoffnung. Wir selber hatten in Köln, schauen Sie, das war die Schlagzeile von Bild in Köln vor einigen Tagen. Schauen Sie das hier an. Ja? Ich bin Willy Singmalörsche. Der junge Herr bei Ihnen zu Hause links im Bild behauptet, der Sohn von Willy Milovic zu sein. Jetzt tobt eine große Aktion hier in Köln. Ist er? Ist er es nicht? Die Kölner nehmen das gelassen. Wenn ein Kölsche Jung hat, will's er machen. Er will kein Geld, hat der Bild gesagt. Hm?
Ja. Normalerweise singt ja der Vater, wenn er das Geninstitut betritt, Hello again, schön, dass wir uns heute wiedersehen. Und dann, wir sitzen hier so fröhlich gelaunt zusammen. Haben Sie es gelesen in der Zeitung? Der Nordpol schmilzt. Ja, Vorsicht. Ein internationales Wissenschaftlerteam hat festgestellt, eine riesengroße Fläche bereits geschmolzen. Ein riesengroßer See, da wo früher 3 Meter dickes Eis war. Damit stirbt auch die schöne Redensart, aber der würde nur den Eskimos einen Kühlschrank verkaufen. Ja, im Packeis. Wisst ihr, warum ich dachte, warum es Packeis heißt? Weil ich dachte, das ist das Eis, was das Pack im Kino vor mir immer kauft. Warum sind es eigentlich auch immer die unterirdischen Gestalten, die im Kino zu spät kommen? Das frage ich mir oft, ja? Diese leicht angeökten, mit Rasterpferdeschwanz und dann so bepackt, ja? Und die Kamera ist jetzt mal ich, ja? Und dann wird zu spät gekommen und dann bleibt man so stehen. Hier vorne ist der Film. Und normalerweise würde ich sagen, verpiss dich, du Arschloch. Ja? Geht ja nicht, wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen. Hört ja gleich einer mit und dann heißt Malörsche. Hey! Auf Platz! Das ist genau die Markierung fürs Licht, bei der ich den Finger stoppen muss bei dieser Geste. Das ist nicht so, dass ich hier mache, was ich will für Sie zu Hause. Mein Name ist alles geprobt. An dieser Geste. Und das heißt, wir alle können etwas tun, denn Sie wissen, wenn die Pole schmelzen, ja, der Nordpol, das bedeutet, die Erde wird immer wärmer. Und wir alle können unseren Beitrag leisten, dass die Erde ein bisschen weniger schnell warm wird. Einfach mal jeden Tag eine halbe Stunde die Kühlschranktür offen lassen. Ja, nochmal. Der Nordpol. Der Nordpol ist die Arktis und der Südpol ist die Antarktis. Dafür gibt es diese Eselsbrücke, ja? Am Nordpol, das weiß jeder, Jack, friert es der Antarktis das A, das N und das T weg. So merke ich mir das. Am Nordpol, das weiß jeder, Jack, friert es der Antarktis. Ein ernstes Thema. Sehen Sie das bitte. Wir dachten, es sei alles in bester Ordnung. Die Natur sei soweit intakt, dachten wir. Schön mit dem nackten Arsch draußen rumsitzen sei kein Problem, dachten wir. Ja, geschissen, Herrschaften! Der Pol schmilzt! Insgesamt fehlen alleine vom Nordpol schon 11 Kilometer. Von den anderen Polen mal ganz zu schweigen. Ein schlimmes Malheur. Gestern wurde die gesamte Anlage nochmal vermessen. Ergebnis, bald fehlt mehr als die Hälfte von dem Ding. Augenzeugen sind erschüttert. Ich dachte, ich guck nicht richtig. Da fehlt doch was, denke ich. Mein Mann und ich, wir fahren seit Jahren an den Nordpol, aber so weit habe ich noch nicht erlebt. Das ist eine Sauerei. Oh, die Anlage ist einfach schlecht gewartet worden, ist meine Meinung. Die Folgen der Polschmelze sind klar. Der Meeresspiegel steigt, wir werden über kurz oder lang alle Elend ersaufen. So weit, so gut. Aber die seelische Belastung ist ja nun auch nicht ohne. Gestern kam es zum Beispiel in der Kölner Innenstadt um Punkt 16.07 Uhr zu einer spontanen Massenerektion. Zufall oder schon ein Vorzeichen der Katastrophe? Wie auch immer, zurzeit versuchen Techniker fieberhaft die ramponierte Polanlage mit Eis auszubessern. Vielleicht hilft es, vielleicht ist es aber auch längst zu spät. Mal sehen, wer kann das wissen? Muss man echt abwarten. Wir melden uns wieder. Ja. Ich sage das mal für alle, die nicht in Köln wohnen. Sie können sich diese Begeisterung hier in Köln nicht vorstellen über das 4:1 des FC gegen Eintracht Frankfurt. Und ich habe an Frankfurt letztes Jahr gesehen, im letzten Spiel in der Bayer Arena in Leverkusen. Das ist ein Gegner. Meine Mannschaft zum Beispiel, der VfB Stuttgart, 4:0 gegen eine Spitzenmannschaft wie Leverkusen. Ja? Der FC 4:1. Und die FC-Fans bei uns sind bereits so weit mental nach vorne. Letzte Woche haben sie gesagt, die beste Mannschaft mit 0 Punkten. Ja, und jetzt die beste Mannschaft mit 3 Punkten. Man spricht in Köln
bereits vom UEFA Cup. Es ist so. Es ist so. Die beste Mannschaft mit 3 Punkten. Gut sieht das nicht aus. Bin ich bei sowas überhaupt versichert? Was hatten wir denn als Stichwort für das Entchen vereinbart? Das weiß ich gar nicht mehr. War das was Spezielles? Oder? Nee. Schick ihn raus. Naja, also mit dem Finger. Das sieht schon schlimm aus. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, wer bist denn du, Huhu? Ich bin doch das Nietzsche-Entchen. Richtig, das Nietzsche-Entchen. Ja, das ja? Nietzsche-Entchen. Du warst doch letzte Woche schon mal hier. Ja, Nietzsche-Entchen. Das stimmt. Ja. Und wie geht's dir, mein liebes Nietzsche-Entchen? Du, mir geht's nicht so prächtig. Mir war Fahrt. Und da ging ich vor einiger Zeit mal in den Puff. Ja, und seit der Zeit fühle ich mich nicht so. Ja, das denke ich mir doch. Das kann ich doch gleich mal mit meiner Tischkamera hier unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zeigen. Ja. Diese hässlichen Hautausschläge im Gefieder. Ja, das, die nennt man Gummen. Gummen. Gon? Gummen. Gomen? Mhm. Gomen, was ist das denn? Ja, das sind diese hässlichen Hautgeschwüre, weißt du? Ach so, ja. Gomen. Oh, und dieser Ausschlag auf dem Schnabel, den man so sieht, wenn du dich runterbeugst. Ja, ja, ja. Du Ei, Nietzsche-Entchen. Ich habe auch ein ganz eitriges Schwänzchen, guck mal. Bitte? Ja, ja. Ja, ja. Du Harald. Harald, ich glaube, ich hab... Ja, aber sag mal, Nietzsche-Entchen, das sieht aber stark aus wie eine fortgeschrittene Syphilis. Oh ja, ja. Man sagt ja auch harter Schanker oder Franzosenkrankheit dazu. Ja, harter Schanker oder Franzosenkrankheit. Ja. Denn die Franzosen haben es uns ja gebracht. Wir kannten das ja nicht. Richtig. Ja. Mich hat es genauso erwischt, weißt du? Genauso wie damals den verrückten Nietzsche. Ja, Nietzsche-Entchen. Das erinnert natürlich stark an Friedrich Nietzsche. Ja. Der ja am 25. August seinen 100. Todestag begehen könnte. Ja, der hat sich auch die Sif eingefangen. Ja, und du weißt ja, das ist ja wahrscheinlich der Grund dafür, dass er am Schluss leicht umnebelt war geistig. Hm? Meinst du wirklich? Ja, ja, das sagen zumindest Experten, Nietzsche-Entchen. Wird man davon bekloppt von Syphilis? Naja, kurz vor dem Ende. Das ist ja grausam. Ich wollte heute nämlich was sagen noch zu dir. Och, so viel Zeit bleibt immer. Zweierlei will der echte Mann. Gefahr und Spiel. Deshalb will er das Weib als das gefährlichste Spielzeug. Hm? So, tschüsschen. Oh, das war aber schön. Ja. Danke, Nietzsche-Entchen. Und bis bald. Bis bald. Nietzsche-Entchen. Nietzsche-Entchen. Sie wissen es, meine Damen und Herren, in unregelmäßigen Abständen stelle ich Ihnen Bücher vor, die entweder Teammitglieder von uns oder mich persönlich stark beeindruckt haben. Und dieses Jahr im Urlaub in Frankreich ein politisches Buch. Ein politisches Buch mit sehr, sehr viel Brisanz, das einen der großen Politiker unseres Nachbarlandes Frankreich uns, dem deutschen Volk, ein bisschen näher bringt von einer sehr, sehr menschlichen Seite. Dieses Buch heißt Conduite à gauche. Conduite à gauche. Und es heißt, glaube ich, Linksverkehr übersetzt. Ja? Es heißt Linksverkehr. Und schauen Sie bitte unten im Untertitel: Mémoire du chauffeur de François Mitterrand. Das ist er, der Chauffeur, immer gut gelaunt, ein sehr, sehr enger Freund. Man kann sagen, ein Kumpel, wenn man dieses Buch gelesen hat. Ein Kumpel von François Mitterrand und er war auch zuständig für die Sicherheit im Élysée-Palast, was den Präsidenten damals anging. Sie wissen, auch ein enger Freund unseres Bundeskanzlers AD, Dr. Helmut Kohl. Und wir haben uns gedacht, einige Kapitel sind so interessant, warum liest nicht unser Sicherheitschef einige der wichtigsten Kapitel aus diesem Buch für Sie? Er ist fließend deutsch
englisch- und französischsprachig, meine Damen und Herren, aus dem Buch Conduite à gauche, Memoir du chauffeur de François Mitterrand, liest jetzt Security-Chef Sir John. S'il vous plaît, John. John. Du hast gerade auch vielleicht un moment, je vais expliquer. Das ist auch wichtig für euch zu Hause, Kids, ja, die ihr wieder bei den Franz arbeiten nicht wisst. Wie schreibt man das? Akzent von rechts nach links, von links nach oben, Apostroph. Ganz wichtiger Text. Politisch hochbrisant und man kann auch einige Fragen, die uns immer wieder in Diktaten fassungslos machen, hier simpel klären. S'il vous plaît, John. Ma deuxième enveloppe. Entschuldigung, ganz kurz, mein deuxième enveloppe, das weiß jeder, mein zweiter Umschlag. Ja, mein zweiter Umschlag, das heißt, er muss schon einen ersten gekriegt haben. Aber jetzt gibt le chauffeur, erhält von François Mitterrand, un enveloppe. Une, ist er un enveloppe ou une? Une. Une, s'il vous plaît, une enveloppe. S'il vous plaît. Quelques semaines seulement avant son décès, François Mitterrand me fit venir dans son bureau de l'avenue Frédéric Leplay. S'il vous plaît, un moment. Me fait venir dans la conversation engagée. Oui, merci. Soweit klar. Komm ins Büro. Ja? So. La conversation s'engage informelle. Il me demande, comme il le fit si souvent. Moment, bitte. Il le fit. Tödlich im Diktat. Oder? Fie. Ich meine, wer von euch erkennt Fie? Oder? Fie, wie schreibt man Fie? F-I-S? F-I, Doppel-T, Phi. Was ist Phi? Fair? Machen, Vergangenheit. Vergangenheit. Ja. Phi. Ja. Ist das. Machte. Machte. Aber es ist nicht imperfekt, oder? Das ist faisait. Phi? Ist ja. Das. Plus quamperfekt de? Ja. Wenn ein Vorgang in der Zukunft begonnen hat, der in der Vergangenheit abgeschlossen ist, aber noch in diese hineinreicht oder so, ja. So will ich nur sagen. Fie. Wahnsinniges Wort. Mon épouse, er fragt mich nach meiner Frau, nach meinen Kindern. Und das ist toll, er interessiert sich für das Haus, s'il vous plaît. Il s'intéresse. John, s'il vous plaît. Des nouvelles de mon épouse, de mes enfants. Ouais. Puis il s'intéresse à cette maison que j'ai achetée et que je rénove près de Tours. Nous avons tous les deux le regret qu'il n'ait jamais pu, faute de temps, m'y rendre visite. S'il vous plaît, un moment. Haben Sie das gelesen? Nous avons tous les deux, alle beide, der Präsident von Frankreich und sein Chauffeur, gemeinsam Trauer, dass der Präsident nie die Zeit hatte, nach Tours, ein paar hundert Kilometer vor Frankreich zu fahren, um sich das neue Haus von seinem Chauffeur anzugucken. Menschlichkeit. Möchten wir wissen, ob bei unserem Politiker, ob Gerhard Schröder mal das Haus von seinem Chauffeur anguckt und so. Und Frau Zweig sagt, tut mir leid, ich würde tierisch gerne mal kommen, aber ich habe keine Zeit. Tous les deux. Ja, s'il vous plaît. Je lui explique les travaux en cours, les projets à venir. Il m'écoute avec beaucoup d'intérêt. Großes Interesse zugehört. La conversation se poursuit, puis je laisse François Mitterrand à ses occupations. Dann ließ ich ihn weiterarbeiten. Jetzt kommt's. Le lendemain, il me fit de nouveau appeler. Très vite, il me tend une enveloppe. Tenez, Pierre, c'est pour vous. Après ma mort, qui se soucierait de vous? Un moment, s'il vous plaît. Tödlich, 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 tödlich. Qui se souciera de vous? Se souciera. Wie heißt das Infinitiv von souciera? Soucier. Soucier. Ja. Sich kümmern? Sich Sorgen machen. Komm, in sans souci? Oui, sans souci. Oder wie es in Berlin heißt, sans souci. Sans souci. Qui se souciera de vous? Ihr Satz. Dieser Satz, absoluter Doppelfehler im Diktat. Se souciera, wer wird sich um dich kümmern? Futur. Und dann die Frage bei dem C, ja, im Diktat kommt da unten, wie wir gesagt haben, kommt da Häkle dran.
Accent cédille mit unten dran, sonst heißt es S oder K. Und während man das überlegt hat, vor allem wenn man wie ich nach Gehör geschrieben hat, ja, qui se souciera de vous, souciera, 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 das ist Susi und Futur 2 von Rarir, souciera, zwei Worte, vier Fehler in einem Begriff. Ja. Qui se souciera de vous? Wer wird sich um dich kümmern, Chauffeur, wenn ich tot bin, sagt der Präsident und schiebt diesen Umschlag rüber. Und dann geht es weiter. Je le remercie. Danke. Interloqué, je prends l'enveloppe. Et je le quitte sans l'avoir ouvert. Très important. Nicht in Gegenwart aufgemacht. Je m'isole dans la pièce et je découvre la somme. La somme zum Beispiel. Woher soll der normale Schüler wissen, ob das heißt die Summe oder dieser Fluss in Frankreich? La somme. Berühmte Schlacht im Ersten Weltkrieg. Ja, La Somme. Ich entdecke die Somme. Ja, klar, auf den vielen Fahrten. Guck mal, Jacques, das ist die Somme. Oh la la, die Somme. Je découvre la Somme. Ich entdecke die Somme. Vierfach Fehler. Habe ich schon 12 Fehler, ohne einen Satz zu schreiben. Ja? Je découvre la Somme. Sag mal, Pierre, wie heißt diese Fluss? Oui, Monsieur le Président, je crois c'est la Somme. Oui. S'il vous plaît, John. Toute la personnalité de François Mitterrand se résume dans ce geste. Indifférence à l'argent. Gleichgültigkeit gegenüber Geld. Toll. Attention extrême à ce qui l'entoure. Fantastisch, wie bei mir. Nous n'en avons jamais reparlé ensemble. Il avait pensé à moi. C'est tout. Il avait pris soin d'un ami. Dieser letzte Satz. François Mitterrand hat sich gesorgt um einen Freund. Der Chauffeur war der Freund. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Mitterrand das wusste. Ja? Aber der Chauffeur hat es geschrieben. Und ich warte auch von den Chauffeuren unserer Politiker solche Bücher und solche Sätze. Merci, John. Merci beaucoup pour... John... Les mémoires du chauffeur. Führende Mitarbeiter bei uns zum Beispiel haben vorhin behauptet, Englisch wäre einfacher als Französisch. Finden Sie das auch? Weil es im Englisch immer heißt, of. The father of my wife. Ja? The windmill of my mind oder so. Und im Französisch immer de. Und man weiß ja immer nicht, ob es de heißt oder du oder nur de. Weil Sie wissen ja, de le wird zu du. Aber wann heißt es de le? Warum heißt es zum Beispiel le mémoire du chauffeur de François Mitterrand und nicht le mémoire de chauffeur du François Mitterrand? Das sind ja diese Sachen, wo man im Diktat so viel Zeit verloren hat. Dann hat mich die Tante links nicht mehr abschreiben lassen. Lern doch selber. Lern doch selber. Gut, sie musste dann auch als Oberstudienrätin aufs Gymnasium, während ich ins Showgeschäft durfte. Es gibt eine Gerechtigkeit! Lernen wir auch selber! Mein erster Gast, meine Damen und Herren, ist einer der kommenden Leute in der Führungsmannschaft der Grünen. Herzlich willkommen, Cem Özdemir! Ich muss mal ganz kurz fragen, wo wir jetzt gerade diese Memoiren gelesen haben. Was haben Sie an Fremdsprachen gelernt? Sie sprechen perfekt Türkisch natürlich, ja, Deutsch. Und, Schwäbisch als Muttersprache. Schwäbisch als Muttersprache, ja. Und noch eine andere Fremdsprache gelernt? Französisch. Englisch habe ich gelernt, ja. Weil Französisch habe ich leider auch vorgezogen, Politik zu machen. Deshalb ist mein Französisch einigermaßen aber nicht so gut wie ihr's. Nein, aber es ist wahnsinnig kompliziert. Ich bedauere, dass ich es auch nicht richtig kann, weil man steht da und kann eigentlich gar nichts sagen, ne? In Frankreich geht mir so. Ja, wenn man da angesprochen wird. Vor allem sind unsere Nachbarn. Es sind unsere Nachbarn, mit denen uns eine bewegte Geschichte verbindet. Aber jetzt Sunshine und Happiness, wie der Franzose sagt. Es wäre schön, wenn man ihm auch mal was sagen könnte. Aber ich kann es nicht. Ich stehe immer wortlos. Ja, das ist ein Großwahlreichsrat noch. Wie war der Urlaub? Wo waren Sie? In Griechenland?
Ich war zuerst in Griechenland, danach war ich in der Türkei. Ich habe quasi zwei Urlaube gefeiert dieses Jahr. Ja. Zuerst in Griechenland und dann in der Türkei in Bodrum. Ein wunderbarer Badeort, so das Saint-Tropez der Türkei. Das Saint-Tropez der Türkei? Dann habe ich noch nach Istanbul gemacht. Das finde ich interessant, weil in Saint-Tropez sagt man schon, es ist das Bodrum von Südfrankreich. Sehen Sie? Ja. Ja. Ich habe jetzt mit vielen Türken gesprochen, die da waren und die sagen, es war wahnsinnig heiß. Es war wahnsinnig heiß. Ja? Vertragen Sie die Hitze gut? Im Urlaub ja. Also hier ist es schon etwas gewöhnungsbedürftiger. Ja. Im Urlaub geht mir auch hin, damit es heiß ist. Aber wie ist es dann zum Beispiel? Die Leute wissen ja nicht auf Anhieb, dass sie Türke sind. Sie sind da und können ja zunächst mal, wenn sie hören, dann verstehen sie ja. Es sind sehr viele Türken aus Deutschland oder auch Deutsche, die in der Türkei Urlaub machen dort. Ach so. Und die kennen meine Visage mittlerweile. Ja. Selbst eine Badehose werde ich erkannt, wobei ich mich immer frage, welchem Körperteil die mich erkennen. Aber irgendwas muss es sein. Ja, gut, aber das ist ja schon, wenn man an die denkt, wie die Grünen da jetzt mit Wahlplakaten und so vorgehen. Da muss man ja auch, der Feind schläft ja nicht. Stimmt es, dass die FDP sie abwerben wollte? Ich glaube, das wäre kein attraktives Angebot für mich, zur FDP zu gehen. Ich will ja nicht mich verschlechtern. Gab es dieses Angebot? Gab es dieses Angebot? Obszöne Angebote diverser Art gab es schon, aber ich bin meiner Partei treu. Ja, aber was ist das denn? Ich verstehe das gar nicht. Ich habe noch nie gehört, dass ein Politiker von einer Partei zur anderen abgeworben wird. Beim Fußball, klar, da gibt es dann Angebote. Ja? Und wenn man zu seinem Verein steht, auch in schwierigen Zeiten, dann bleibt man dabei. Hätten Sie ablösefrei schon wechseln können? Oder? Ja, da müsste ich mal mit Fischer reden. Ich habe ihm ja schon vorher gesagt, er soll lange Hosen anziehen, wie ich vorher erfahren habe. Ja. Ich glaube, der Fischer wird mich nicht freigeben. Haben Sie es gelesen heute im Spiegel? Im Spiegel haben Sie sich beschwert, dass Fischer kein Essen aufgefahren hat beim Interview in der Toskana. Und im Ernst? Ja. Es gab nur eine Flasche Wasser für alle. Ja. Er ist ja gebürtiger Schwabe, das liegt wahrscheinlich daran. Ja, aber trotzdem, eine Flasche Wasser für alle und ein Apfel in vier Stücke geschnitten mit ein bisschen Käse drauf. Das doch war so alles. Viel. Ja. Immerhin. Wie ist ich kann so? Mich an Zeiten erinnern, als der Fischer mir Vorträge hielt. Ich bin ja schon länger Vegetarier. Ja. Wie furchtbar das ist, nach dem Motto, Türke allein reicht wohl nicht, jetzt bist du auch ein Vegetarier, nach dem Motto, doppelte Minderheit. Ja. Und da hat er immer erzählt, wie viel er am Abend davor gegessen hat, welche Menüs. Und heute ist er selber Vegetarier und erzählt den Journalisten darüber, wie ungesund sie leben. Ja. Und läuft dann so ändern sich die Zeit. Aber Sie sind natürlich, ja gut, wenn man in der Verantwortung steht, ne? Aber Sie sind natürlich ja richtig engagierter Tierschützer. Wir haben ein Foto hier, das Sie zeigt, ja, und das war für diese Organisation PETA. Ja, das ist ja eigentlich, das sieht ja irgendwie schon auch ein bisschen so nach, das sieht eigentlich aus, als wären Sie schon in die FDP eingetreten. Wieso lassen die sich alle grillen, oder was? Ja, so ein bisschen Kellerbar von Westerwelle oder so. Das war für guten Zweck, das war für den Tierschutz gegen... Nicht meine erste Aktion mit PETA, ist eine gute Organisation, die sich für Tierschutz einsetzt. Ja. Da ging es darum, gegen Massentierhaltung zu protestieren, wobei ich zugestehen muss, als ich da zugesagt habe, wusste ich nicht so richtig, worauf ich mich einlasse, weil das war eine sehr harte Aktion mit Wachs auf dem Körper. Erstmal wurden mir die Brusthaare abrasiert, da hat mich niemand darüber informiert vorher. Sehr ungewöhnliche Prozedur, das wechselt dann auch wieder nach. Ja. Komisches Gefühl. Du kennst vom EKG. Ja. dann kam, also neben Wachs, was auch sehr heftig ist, Kohle, Farbe, Marmelade, kam alles drauf. Und das Zeug muss ja anschließend wieder runter. Ja. Das dauert sehr lange, das Abwaschen. Gut, aber es ist ja einen guten Zweck. Und so ist es. Da kann man das ja mal 3 Stunden oder sowas aushalten. Oder wie Harald Schmidt immer so schön sagt, von nichts kommt nichts. Ja, Geschäft kommt von Schaffe. So ist Wie ist die Stimmung in Bonn? Sind alle schon wieder aus dem Urlaub da? Geht schon wieder mit? Ihr habt ja einen Erfolg in der Koalition, macht einen das nicht schwindlig? Es läuft ja fantastisch. Ja, wir hatten ja auch Zeit zum Üben, jetzt haben wir es gelernt. Ja, aber jetzt ist ja praktisch die nächsten Wahlen sind ja eigentlich schon gewonnen, kann man sagen. Oder? Naja, ich hoffe, dass wir auch noch einiges zulegen werden. Ja. Wir sind ja nicht ganz unbescheiden. Ja. Man muss schon noch was tun, 2 Jahre. Aber es läuft schon irre, oder? Gibt es überhaupt keine Dissonanz mehr mit dem Koalitionspartner? Nichts? Doch schon, aber die machen wir jetzt nicht mehr öffentlich. Darüber reden wir jetzt hinter verschlossenen Türen. Nach Möglichkeit. Verstehe. Das heißt also, ihr habt auch im Umgang mit den Medien dazugelernt. Aber so geht da nicht ein Stück Ursprünglichkeit verloren, wie euer neuer Vorsitzender Fritz sage, bitte? Jetzt haben wir mit der Renate. Ich glaube, dass die zwei das sehr, sehr gut machen, weil sie sind hochprofessionell, wie sie das machen. Und wenn man mal sieht, was sie jetzt bisher gemacht haben, diese Aktion mit den Lastwagen für die Schwerverkehrsabgabe. Was war das nochmal jetzt? In den neuen Ländern haben sie Autofahrern die Scheibe geputzt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass die Grünen nicht verantwortlich sind dafür, dass die Lastwagen auf den Straßen sind. Das hat den Wirbel gemacht, das war ja unglaublich, ja. So muss das sein. Und was machen jetzt Gunda Röstl und die andere Kollegin, die ihr dann abgewählt habt? Bei der anderen Kollegin weiß ich es nicht. Die Gunda Röstl ist im Vorstand der Partei nach wie vor. Und ich hoffe, dass sie im nächsten Deutschen Bundestag sitzt. Weiterhin kreativ. So ist es. Und wie heißt es dann immer, da in der Partei mitarbeitet, wo sie gebraucht wird?
auf einer wichtigen Funktion, nämlich bei den neuen Ländern, wo wir nach wie vor ziemlich schwach sind. Ja gut, aber könnt ihr nicht euch mit der PDS zusammentun oder so? Nee, mit Sicherheit nicht. Da verbindet uns nicht sehr viel mit der PDS. Da gibt es also ganz klare Trennung und so weiter. Die Grünen sind eine Partei, die weder traditionell links noch traditionell rechts sind, sondern an der Fragen, Macht. Für die wir uns einsetzen. Ja, nicht nur an der Macht, sondern sie sind auch eine neue Partei, die auf neue Fragen neue Antworten hat. Gut, Atomenergie abgestellt, Spritpreis. Ich bin dafür, dass der Sprit 10 Mark kostet, der Liter. Ja. Das glaube ich, er könnte es sich leisten. Nein, 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 nein. Nicht aus dem Grund, aber ich habe ein Gespür dafür, was das Volk will. Ja, und die Leute sagen, ich bin bereit, wenn die Polkappen dadurch gerettet werden. Was sagen Sie eigentlich dazu? Ist da schon ein Schlauchboot von Ihnen unterwegs zum Nordpol? Noch nicht, aber eigentlich früher wäre das eigentlich Peter so gewesen, zusammen. Oder? Ja, hätte ich mich angekettet am Pol. Ja, irgendwie sowas. Jetzt, ich meine, die Zeiten sind ja vorbei, wo Grüne sozusagen angekettet waren oder Sitzblockaden gemacht haben. Jetzt aber Aktionen machen wir nach wie vor. Gerade diese Aktion mit Peter, ich meine, das ist schon ein Opfer, sowas zu machen. Übrigens, das Jahr davor habe ich eine Aktion mit Peter gemacht. Das war etwas heftiger mit einem gemeinsamen Bekannten von uns, Thomas D. von den Fantastischen Vier. Oh, da haben wir uns in einen Käfig 1 Meter auf 1 Meter einschließen lassen. Ja. In der brütenden Hitze in Stuttgart auf dem Schlossplatz, nicht ganz unbekannt, am heißesten Tag des Jahres, mein Lieber. Um gegen Pelztierfarmen zu demonstrieren. Ja. Was die uns vorher nicht gesagt haben, ist, wir bekamen alle beide einen Pelzmantel noch angezogen, um das auch möglichst glaubwürdig zu machen, und kamen in einen 1 Meter auf 1 Meter Käfig rein. Dummerweise war das gerade die Zeit, als diese Jenny Elvers-Geschichte noch lief. Mit ihm? Ah, mit Thomas D. Ja, mit mir nicht. Ja. Das ist mir nicht bekannt. Jedenfalls, alle Journalisten waren natürlich da, aber die meisten wollten was wissen wegen Jenny Elvers und ob er nicht lieber mit dem Heiner Lauterbach zusammen im Käfig wäre und so weiter. Und es dauerte ungefähr eine halbe Stunde, bis die ersten Fragen zu der Aktion kamen. Und nach einer Dreiviertelstunde waren wir beide fast tot. Völlig ausgeschwitzt. That's in diesem what you Käfig. Get if you fuck Jenny Elvers. Ja? Also, das ist, da ist die politische Aktion einfach nicht mehr im Vordergrund. Das hätte Thomas D. wissen müssen. War denn was mit den Beinen? Die hat gesagt, es war nie was. Sie müssen das doch wissen als Freund. Sie waren mit ihm im Käfig. Ja, ich war im Nachbarkäfig. Ja. Also er hat alles abgestritten, hat gemeint, er hat nichts gemacht, was er bereuen würde. Jedenfalls nach einer Dreiviertelstunde kamen die netten Damen von Peter und boten uns Wasser an. Ja. Und ich wollte schon gierig nach diesem Wasser greifen, weil ich wirklich fast tot war. Ja. Und dann sagt Thomas D. Wasser? Diese Tiere haben auch kein Wasser. Nicht wahr, Jim? Du lehnst es auch ab, Wasser zu trinken. Und ich hätte ihn verfluchen können. Natürlich. Das ist ja unglaublich. Natürlich konnte ich ja nichts sagen. Was es jetzt ja geheißen, dieses Weichei von Politiker ist total verweichlicht, da braucht er Wasser. Also habe ich das Wasser natürlich auch was überzeugen. Ich will auch kein Wasser abgelehnt. Dann ungefähr nach 50 Minuten kam die Dame wieder und sagte, die meisten Journalisten sind weg. Ich glaube, sie können langsam raus aus dem Käfig. Und ich wollte gerade im Käfig lupfen und habe mich schon gefreut. Retten ist nass. Thomas D. Cem, hast du das gehört, was die gesagt hat? Ich gucke schon so, um Gottes Willen, was kommt jetzt wieder? Ja. Die hat gesagt, wir sollen raus aus dem Käfig. Die Tiere können auch nicht raus aus dem Käfig. Die können auch nicht sagen, die Aktion ist beendet. Wir bleiben in diesem Käfig. Nicht wahr, Cem? Und so musste ich dann so lange bleiben, bis der letzte Journalist weg war. Ja. Seitdem weiß ich, Thomas D. ist ein klasse Typ, aber nie gemeinsam im Käfig gehen. Ja. Oder meint es ernst, ne? Ja. Also, Alter. Ganz kurz noch, ist es richtig, die Prämierung der Internetseite für die interessanteste Website bei einem Politiker? Ja? Und hier, der Webmaster, ich sage hier gerade, der Harald Schmidt ist ebenfalls prämiert. Also er hat sehr gute Karten. Wir sind gemeinsam bei den Politikern und VIPs. Ist das so? Mit vielen anderen, wobei ich glaube, dass wir beide die besten Chancen haben. Da läuft ein Wettbewerb oder so, ja? So wo läuft das? Das macht Sat1 gemeinsam mit verschiedenen Computerzeitschriften. Ach so. Das ist quasi der Oscar der Homepages oder der Websites. Ja. Und wir beide sind gut im Rennen. Aber vielleicht verpennt mein Sender, die eigene Sendung auszuzeichnen oder so. Das kann ja auch sein. Sat1 ist der austragende Sender für diesen Wettbewerb. So ist es, Donnerwetter. Da liegen wir beide vorne. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie gewinnen, denn der Bessere ist gewinnen. Ich gönne Sie ihn auch. Ja. Oh! Gehen wir zu Christiansen, oder? Gemeinsam. Cem Özdemir, vielen Dank. Danke sehr. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast moderiert Abenteuer und Reisen, das Reisemagazin auf NTV. Herzlich willkommen, Sabine Beck. So jung und schon bei NTV. Ja, sind alle recht alt, ne? Die sind alle nicht so alt. Der Sender ja auch nicht. Und jetzt soll der Sender verkauft werden. Hast du es auch gehört? Habe ich gehört, ja. Ja, auch an Scheiche oder so? Oder an Australien? Oder wer kauft bei euch? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall steht fest, dass eine Programmänderung stattfinden wird.
ein bisschen mehr Unterhaltung mit einem Börsenquiz. Oh, wirklich? Noch mehr Unterhaltung? Ja, wieso denn? Ja, aber ich meine, NTV schaue ich doch an, weil ich wissen will, was an der Börse los. Ja. Ja? Und welche Fonds habe ich wieder falsch gekauft und so. Und das heißt jetzt Unterhaltung, richtige Shows, so wie beim Power-Sender Sat 1? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ungefähr so, ja. Ja? Aber ist noch nicht so spruchreif. Also stand letztens in der Zeitung, es wurde informiert darüber. Ja. Aber so genau, das weiß ich auch noch nicht genau. Auf jeden Fall steht fest, bin ich sehr froh darüber, dass meine Sendung bleibt. Das ist doch schon mal sehr viel. Ja. Ja? Das heißt, wie lange geht dein Vertrag noch? Bis Ende des Jahres erstmal. So, und wie bist du entdeckt worden für NTV? Warum wird da gelacht? Ja, weil viele sagen, mein Gott, im Fernsehen, die Verträge sind das Papier nicht mehr, auf dem sie stehen. Aber es ist hartes Geschäft. Es ist ein hartes Geschäft, aber du bist jung und tough genug, um dieses System zu kapieren. Hoffen wir mal. Ja, ich habe lange bin ich zu naiv gewesen, aber mittlerweile habe ich es auch gelernt. Wie wurdest du entdeckt für NTV? Es war ganz witzig, auf der CeBIT. Ja. Und zwar, ich habe für Siemens eine Show moderiert. Für Siemens, diesen tollen deutschen großen Konzern. Ja, Siemens. Großen Konzern. Für Siemens war das oder für Daimler-Benz? Für Siemens. Ja. Für Siemens. Siemens, ja. Und ein Kollege von mir, den ich dann da kennengelernt habe über die gleiche Agentur, der hatte so ähnlich das Spiel bei Samsung moderiert. Bei Samsung? Bei Samsung. Haben die nicht einen FC gesponsert früher? FC Köln? Samsung? Kann sein. Ist es nicht so ähnlich wie Sony? Ich glaube schon, ne? Ja? Ja? Ist so ein Elektrogerätehersteller, oder? Ja, ja. Toshiba. Ja. Ja, ja, haben MP3-Player und so, wieder auch immer. Wir haben ja alles von Sony hier, aber alles bezahlt, wir können es ruhig sagen, ja. Also der war von Samsung. Samsung. Um ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Nein, und der hat gesagt, du, ich bin Sprecher bei NTV, beziehungsweise bei der Produktionsfirma für Abenteuer und Reisen TV. Und die suchen einen Reisemoderatoren. Ich habe gesagt, ja, das kann doch nicht sein, das will doch jeder machen irgendwie. Aber kannst du dir mal anbieten, ich meine, wer weiß. Und es war dann auch prompt so, dass NTV kam, die waren sowieso auf der CeBIT. Mhm. Und die haben halt einfach mal einen Mitschnitt gemacht, also ohne Casting gar nichts. Und haben das zum Programmchef geschickt und meinten, die nehmen wir. Das ist der Österreicher, Herr Brandstätter. Der Brandstätter, ja. Riesentyp, Grüße bitte, wann du ihn siehst. Ganz netter, auf jeden Fall. Er will mich auch immer zu NTV holen. Er bietet mir unfassbare Summen jedes Mal, wenn er mich sieht. Du willst aber nicht, ne? Nee, ich fühle mich wohl bei Sat 1, haben sie mir den 30-Jahres-Vertrag angeboten und so. Aber, aber liebe Grüße. Würdest du aber auch einen eigenen Schreibtisch kriegen? Ich weiß nicht, ob so schön in Holz, aber... Ja, aber ich habe gesehen, ihr müsst euch einen Schreibtisch teilen. Es wird immer die Kamera nach links gedreht und dann fängt eine neue Sendung an. Ich darf ja reisen eigentlich. Wie sind eigentlich die Kollegen so bei NTV? Ist da gibt es auch sowas wie Stutenbissigkeit oder so? Oder? Krieg ich nicht viel mit von, weil ich eigentlich nie da bin. Also ich habe auch mit NTV in dem Sinne nur zu tun, dass sie halt die Sendung abnehmen. Ja. Aber selbst, ich wohne zwar in Berlin und die sitzen in Berlin, aber ich habe eigentlich nicht viel da bei denen zu tun. Und das Tolle ist ja, du darfst wirklich auch die Reisen machen, die du vorstellst. Ja? Ja. Viele Moderatoren müssen ja dann im Studio bleiben und irgendein Team fährt dann nach Afrika oder was. Aber du darfst mit. Ich darf mit, auf jeden Fall. Das ist natürlich manchmal ein bisschen problematisch, weil einmal ist Rio, dann bleibt das Team da. Ja. Und ich fliege gleich nächsten Tag nach Alaska, was jetzt vor kurzem der Fall war. Und hin und her, aber das ist okay. Und die filmen dann auch weiter. Ja. Aber es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir originalgetreu halt auch vor Ort sind und dann auch sagen können, Mensch, das ist jetzt der Zuckerhut und hier stehe ich, im Hintergrund ist er und nicht auf irgendeinem Bluescreen irgendwas tun. Das ist diese Leinwand, wo man das dann so alles mogeln kann. Ja, ja? Vom genau. Zuckerhut zum in Alaska. Nach Was hast du in Alaska vorgestellt? Da haben wir unter anderem eine Cruise, eine Schifffahrt gemacht, Kreuzschifffahrt und waren in der ehemaligen russischen Hauptstadt Sitka, ist jetzt aber amerikanisch, klar. Ja. Und sind da halt in den verschiedenen Städten, haben unsere Reportagen gemacht. Ja. Ist aber ein roter Faden wegen des Schiffes halt auch, weil wir die meiste Zeit auf dem Schiff waren. Hm? Was ist das für ein deutsches Schiff? Nein, es war eine amerikanische Kreuzschifffahrt. Das sind amerikanische Senioren, die da Kreuzfahrt machen und so? Nee, ich habe mich echt gewundert. Ich habe auch gedacht, Senioren da gewesen und alles Ringelpiez mit anfassen, war aber nicht. Sondern? Waren relativ junge Leute dabei, ja, ein paar auch kennengelernt und ein paar E-Mails eingesteckt, damit wir uns noch ein bisschen schreiben können. Aber war relativ junges Publikum. Ja. Was hast du viele gemacht? Amerikaner aber. Was hast du gemacht vor deiner Fernsehzeit? Radio moderiert. Mache ich auch immer noch. Das war dein Beruf? Mhm. Bin bei 94.3 RS2 in Berlin. Bescheiden? Du warst mal Miss Berlin? Ja. Ja? Wieso? Ja. Ist das unangenehm? Nein, nein, auf keinen Fall. Also es gehörte auf jeden Fall zu meiner Vergangenheit. Dadurch bin ich auch erst zum Moderieren gekommen. Ja. Weil ich habe dann irgendwann gesagt, hey, jetzt ist Schluss mit Misswahlen. War ja dann eigentlich auch bis zum Ende verfolgt. Ich habe die Miss Germany mitgemacht, bin der Zweite geworden. Dann war ich auch unter anderem noch in der Dominikanischen Republik, habe da Deutschland vertreten. Und dann gab es ja auch nichts mehr irgendwie zu gewinnen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt möchte ich mal die Fronten wechseln, die Kulisse. Ja. Und habe selber moderiert. Ja. Und irgendwann bin ich dann in Würzburg aufgeschlagen. Und wie kommt man denn nach Würzburg?
Weil die Regionaldirektion Berlin und Bayern hat. Ja. Und ich habe gesagt, in Berlin möchte ich nicht moderieren, ich möchte nach Bayern fahren. Ja, so. Und war dann da in Würzburg, ja. Im Frankenland. Ne, die ja. Sind ja eigentlich schön. Ja, sehr schön. Und hab da also den Programmchef von Radio Gong gelernt. Hab gedacht, Mensch, immer lernst du die Programmchefs gerne. Kennen. Ja. Hast du eigentlich auch schon den Programmchef von Sat 1 kennengelernt? Den Freddy. Fred Kogel. Freddy, für mich ist er Kogel. Nein. Ja. Freddy. Wahnsinn. Freddy. Nein. Man wird von dir hören, Sabine. Unsere Zeit ist um für heute. Okay. Alles Gute. Guten Abend.